Opas Geschichtenkiste. Hallo Kinder, heute zeige ich euch einen besonderen Gegenstand. Was ist denn das? Ja, das ist ein Spiegel. Ein Spiegel ist schon etwas Besonderes. Da kann man nämlich sehen, was man sonst nicht sieht. Man kann damit um die Ecke schauen oder auch zurückschauen, ohne sich umzudrehen und wissen, was da hinten passiert. Es gibt viele verschiedene Spiegel. Im Badezimmer, im Vorzimmer, im Verkehr, am Auto, im Mikroskop oder Teleskop, überall sind Spiegel. Habt ihr gewusst, dass man damit auch Sonnenstrahlen einfangen und sogar mit ihm kochen kann? Auch in einem Kaleidoskop sind Spiegel. Und wenn man da hineinschaut, erlebt man wunderschöne Bilder. Schaut einmal. Ist das nicht schön? Hast du dich schon einmal im Wasser gesehen? Darin spiegelt sich auch die Umgebung wieder. Eines Tages hat man einmal ein kleines Kind beobachtet, wie es das erste Mal einen Spiegel kennengelernt hat. Das war interessant. Zuerst freute sich der Kleine über den neuen Spielkameraden, der hinter der Scheibe ist. Aber der macht ja alles, was ich auch mache. Plötzlich wurde der Kleine still. Er merkte, dass er selber es ist, den er da sah. Aber denkt euch, es gibt auch falsche Spiegel. Spiegel, die das echte Bild verfälschen und verzerren, die nicht die Wahrheit zeigen. Es ist zwar recht lustig, wenn man sich in einem Spiegelkabinett vor gebogenen Spiegeln hinstellt. Da ist man einmal ganz lang und dünn oder bei einem anderen Spiegel klein und dick. Man muss nur wissen, dass das nicht die Wahrheit ist. Ja, es muss schon der richtige Spiegel sein, um die Wahrheit zu sehen, und er muss auch immer sauber gehalten werden, damit man etwas sieht. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie oft schaust du denn in den Spiegel? Ich denke doch mindestens einmal am Tag, oder? Warum schaut man denn täglich in den Spiegel? Ja, man möchte doch sauber sein und ordentlich aussehen. Es ist schon gut, dass es Spiegel gibt. Da gibt es aber noch einen anderen Spiegel. Jetzt zeige ich euch den geheimen Spiegel, den nicht jeder kennt. Es ist der Spiegel der Wahrheit. Ich habe da ein Buch, es ist die Bibel. Doch was ist da drinnen? Schau einmal in die Bibel hinein. Was siehst du denn da? Ja, die Bibel ist wie ein Spiegel. Aber das weiß nicht jeder. Viele lesen nur die Geschichten von Petrus, Abraham, Daniel und David. Aber wer genauer hinsieht, wird sich selber in den Geschichten wiederfinden. Manchmal bin ich wie Petrus, der schnell Ja, Ja zu Jesus sagt, aber dann doch das Gegenteil tut und den Herrn Jesus verleugnet. Manchmal finde ich mich in Abraham wieder, der den König anschummelt und sagt, dass Sarah nicht seine Frau ist, sondern seine Schwester. Manchmal geht es mir so wie Daniel, der unter bösen Menschen leben muss, aber Gott hat ihm geholfen. Und ich darf wie David gegen den Riesen siegen, weil Gott mit ihm war. Ja, das sind meine Geschichten und ich kann viel daraus lernen, wie man es nicht machen soll und wie man es besser machen kann. Ich bin so froh, dass die Bibel mein Spiegel ist und dass ich weiß, dass sie die Wahrheit sagt. Wenn wer da hineinschaut, wird sich selber finden und erkennen, wer er ist. Sie ist auch ein Sündenspiegel. Sie zeigt dir, wo dein Herz noch unordentlich und schmutzig ist. Sie alleine sagt dir, was gut und was böse ist und was Gott will. Sie zeigt dir aber auch, wie du ordentlich und rein werden kannst. Also schau mindestens so oft in die Bibel, wie du in den Spiegel im Badezimmer schaust. Du brauchst nicht viel zu lesen.
einen Text nur oder eine Geschichte. Jesus hat schöne Geschichten erzählt und viele Kinder waren gerne bei ihm und hörten ihm zu. Denke darüber dann nach. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich das in die Tat umsetzen? Ja, und wenn du noch nicht lesen kannst, dann bitte deine Eltern, dir eine der vielen Geschichten vorzulesen, denn wer den Spiegel der Wahrheit, das Wort Gottes, hat und darin liest, der sieht und weiß einfach mehr als alle anderen. Das war Opas Geschichte.